So, jetzt geht's wieder weiter. Heute habe ich gekauft meine Brettchen für mein Bett. Und das Bettgestell habe ich auch alles fertig gemacht. Da haben wir eigentlich alles gemacht. So, einfach nur ganz kurz abchecken. Ich will gucken, was ich dabei habe. Fackeln habe ich eigentlich. Ah, ich bin ja gefallen, gestürzt. Scheiße. Kurz gucken, ob ich wieder alles da habe. Ich müsste doch eine Eisenaxt haben. Sogar zwei müsste ich haben. Genau. Die Schaufel klatsche ich kurz darunter. Nur kurz aufräumen. Und zwar. Okay. So. Nee. Das Wasser schmeiße ich dahin. Okay, hier kann ich eigentlich dieses komische Zeugs reinschmeißen. Und ja, auch das Wasser. Weil ich nochmal nach unten gehen möchte. Obwohl, ich brauche erstmal was zum Essen. Gut, Sticks habe ich, eine Angel habe ich auch. Die nehme ich auch gleich mit. Obwohl die eine... nehmen. Die eine Zaun lassen wir da. So, ich gehe kurz runter, aber ich glaube, man kann gar nicht angeln. Aber ich würde es gern ausprobieren. Okay. Kurz abchecken, ob da überhaupt was geht. Ja, und zwar, Dima und ich haben heute meine Matratze gekauft und ich habe mir meine Leiten gekauft für mein Bett. Und zwar, überall wo Schatten ist, ist kein Eis. Ah, fuck, was passiert, wenn ich auf jeden Fall mal eine Fackel hier mache? Mal schau, was hier passiert. Wenn ich hier ein bisschen aufschlag. Die Fackel tut hier nichts weg, oder? Ah, doch, anscheinend schon, oder? Schauen wir mal, was passiert. Ich lass mal die Angel reinschmeißen. Ich schau mal, was passiert. Ja, wie gesagt, ich habe die... Ah! Der Fisch ist jetzt da unten. Oh! Das ist ja mutig. Oh! Angeln kann ich, glaube ich, vergessen, aber ich versuche jetzt mal mit Fackeln hier irgendwas zu bewirken, was ich nicht glaube, aber komischerweise ist hier alles frei geworden. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee. So. Oh. Genau, ich lasse mal so dieses Zeugs. Ja, genau, ich habe alles installiert. Das Bett ist der Hammer geworden, obwohl ich ein paar Sachen vergessen hatte, aber kein Problem. Ich habe trotzdem einiges gemacht. Das Bett ist fertig. Danach bin ich kurz mit Dima über die Straßen gelaufen und haben ohne Auto die große Matratze geholt, so eine 1,40 auf 2 Meter Matratze. Und sind damit quer durchs Dorf gelaufen, mehr oder weniger. Und, oh, schade, Mann, das ist gerade eingefroren, wo ich ziehen wollte. Was ist da los, Mann? Komm, wir können doch angeln. Ja, genau. Das haben wir jetzt alles fertig. Mein Zimmer ist sowieso komplett fertig. Wir warten immer noch ein bisschen aufs Internet. Aber, anscheinend müsste es morgen kommen. Also ich bin immer noch der Meinung, es muss bald da sein. Wir haben natürlich einiges noch um die Ohren. Wir dachten, im Großen und Ganzen sind wir eigentlich ganz gut, was der Zeitplan anbelangt. Nur... das so Dumme ist, dass wir in Wahrheit noch einiges zu tun haben. Viel zu viel eigentlich. Komm, noch ein Fisch wäre nicht schlecht, Digga. Ja. Mein Zimmer ist fertig, Dima seins auch. Bei mir fehlt noch ein schönes Bild, habe ich mir gedacht. Über mein Bett und über mein Sofa. So ein ganz langgezogenes Bild würde ich gerne haben. Und ich versuche entweder mal ein eigenes zu schießen. So einen schönen Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang im Hintergrund und vorne eine schöne Skyline oder einfach nur ein schönes Bild, wo vorne ganz schwarz ist, man nur die Konturen, nur den Umriss sieht von der ganzen Geschichte und hinten die geilen Farben, entweder in so rot, orange, richtig geile Sonnenfarben. Und so eins versuche ich jetzt zu erwischen und dann werde ich es mir ausdrucken auf so einen riesen Leinwand. Nicht Leinwand, so ein Querformat. Keine Ahnung, so 30 cm auf 3 Meter oder so. Ist schon scharf. So ein Panorama-Bild mehr oder weniger. Sowas versuche ich zu machen. Und noch ein Fisch wäre auch nicht schlecht, dass wir ein bisschen Vorrat haben langsam. Kann ich mit gutem Gewissen abhauen. Ich würde sagen,
3, 2, 1. Nochmal. Oder andere Seite. Komm. Da muss doch ein Fisch dabei sein. Okay, das reicht mir schon. Die Angel ist sowieso bald am Arsch. Ein Schild wäre nicht schlecht, dass man richtig gut kämpfen kann. Ein Schild und ein Schwert und noch eine Pistole. Na, Pistole ist schon zu viel. Aber warum nicht, ne? So, alles klar. Ich gehe noch mal ein bisschen nach unten und schaue, dass ich noch genug Eisen habe und alles drum und dran. Und dann können wir auch schon versuchen, eine Landkarte zu machen. Und anfangen, ein bisschen in die große, weite Welt zu reisen. Immer etappenweise, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal, was sich dort entwickelt. So, den Fisch schmeiße ich kurz in den Ofen, damit ich was zum Futtern habe da unten. Okay, diese Geräusche gefallen mir ja schon. Okay, noch ein Fisch und da auch noch ein Fisch. Dann müsste der erste schon fertig sein. Und der müsste auch schon fertig sein. Und der müsste auch schon fertig sein. Und der müsste auch schon fertig sein. Und der auch. Gut. Und dann würde ich sagen, Eisen habe ich noch zwei Stück. Das bietet sich ja an für ein schönes Eisenschwert. Sticks habe ich da noch ein paar. Genau, nehmen wir so mit. Okay, dann würde ich sagen, räumen wir hier noch ein bisschen auf. Nicht viel. Okay, haben wir noch ein bisschen Kohle da? Kohle haben wir hier leider keinen mehr. Und da leider auch nicht. Dann schlappe ich mir noch ein bisschen was von dem Backofen da drüben. Mach mal den hier. Genau, mach mir noch ein paar Fackeln und dann gehe ich runter. Genau. So. So, zack. Und die nehme ich auch noch mit, weil wer weiß, was ich da finde. So, was wir eigentlich machen können ist, habe ich hier noch Holz? Ich habe hier noch Holz irgendwo. Ich habe doch hier noch irgendwo Holz, verdammt. Ich glaube, das habe ich verloren, wo ich runtergefallen bin. Schade, ich habe Gold. Gold ist auch gut. Ich habe leider kein Holz. Ich würde mir gerne eine Kiste machen, damit ich eine Werkbank dort unten habe. Was leider keinen Sinn macht, ist... Ah, doch, na klar. Ich könnte eigentlich senkrecht von hier runter graben. Okay, das geht ja ziemlich schnell mit der Eisenaxt. Komm. Oh, das war nicht beabsichtigt. Sorry, tut mir leid. Okay, ich mache mir nur ein bisschen mehr Platz, damit wir hier etwas schneller hoch und runter laufen können. Obwohl ich vorhabe, mir endlich eine Leiter hinzubauen. So, ich weiß genau, dass hier etwas sein müsste. Genau, das ist ganz gut. Ich würde sagen, die Angel machen wir mal dahin. Und die Mauer mache ich mal zu Ende, weil das einfach hier für den Arsch ist, weiter zu laufen. Genau. Im Prinzip will ich hier alles ein bisschen schöner machen, damit ich alles leichter habe, hoch und runter zu gehen und alles drum und dran. Genau, jetzt geht's los. So, da unten ist es auch ganz interessant, glaube ich. Ich weiß nur nicht. Okay. Ich mache mir mal ein bisschen Licht hier in die Bude rein. Ich habe noch gar kein Monster gehört, geschweige denn gesehen. Komischerweise müssten sie doch schon brüllen und komische Geräusche von sich geben. Hier ist auch nichts, oder wie? Doch, da ist was. Das ist ziemlich tief. So, die Kohle nehme ich gleich mit, dann kann man notfalls, wenn wir überhaupt Fackeln brauchen, ich habe nämlich genug dabei, noch ein paar Fackeln zaubern, was nicht schlecht wäre, wäre so unterirdisches Holz. Ne? Dann könnte man sich gegebenenfalls so eine Kiste bauen, wenn man nicht dran gedacht hat, Holz von oben mitzunehmen. Aber nein, sowas gibt es leider nicht. Ist aber kein Problem, deswegen werde ich jetzt einfach weitermachen. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Kurz gucken. Okay, hier ist nur ein Loch, da war bestimmt irgendwas drin, was ich abgebaut habe. Hier machen wir uns auch das Leben leichter. Okay, jetzt weiß ich schon wieder nicht, von wo ich gekommen bin. Bin ich von dort gekommen? Nee. Nur kurz die Lage checken. Okay, da ist ein Loch. Interessant, interessant. Okay, hier bin ich auch nicht hergekommen. Naja, ist auch egal. Ah, von da bin ich gekommen. Ich will nur kurz gucken, was ich hier mache. Oh, Entschuldigung. Das war nicht der Sinn der Sache. Und zwar, von hier bin ich gekommen, aber
Wollte ich da überhaupt hin? Ich mache mir hier nur kurz ein bisschen Platz. Dann fülle ich dieses Loch wieder mit diesen Steinchen. Wenn ich noch ein paar hätte. Habe ich so wenig abgebaut? Ach komm, dann hole ich mir gleich nochmal welche. Ich will Minecraft free. Ich will Minecraft free.